USA beschließen neues Gesetz gegen den Zusammenschluss Weißrusslands mit Russland. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Russische Welt TV. Wie sicherlich viele von euch, die hier länger schon zuschauen, wissen, ist ein wichtiges Thema hier auf meinem Kanal der mögliche oder der künftige Zusammenschluss Weißrusslands mit Russland oder wie ich das immer gerne nenne, die Wiedervereinigung Weißrusslands mit Russland. Zu diesem Thema habe ich auch schon sehr viel Videomaterial veröffentlicht und für die, die es gerne möchten, können sich das auch gerne nochmal hier anschauen. Ich werde hier auch nochmal eine entsprechende Playlist dazu verlinken. Und ich hatte ja auch schon im Vorfeld, wenn ich über diese ganzen Themen gesprochen habe, auch bereits angekündigt, dass natürlich die USA bzw. der Westen Widerstand leisten wird eben gegen die Wiedervereinigung beider Länder. Und jetzt passend dazu ist ein neues Gesetz in den USA in Kraft getreten, wo es formal darum ging, irgendwie Sanktionen gegen Weißrussland, also gegen Lukaschenko zu verhängen. Und ein Teil eben dieses Gesetzes, da geht es darum, dass dort klipp und klar steht, dass die USA einen Zusammenschluss von Weißrussland und Russland nicht anerkennen werden. Das heißt also, die USA werden eben so lange wie es geht eine spätere gemeinsame mögliche Regierung oder gemeinsame Staatsorgane eben von Weißrussland und Russland so lange nicht anerkennen, wie es eben möglich ist. Und ab dem Zeitpunkt, wenn es eben nur noch eine gemeinsame Regierung gibt, also wenn das wirklich schon sich beide Länder zu einem Staat zusammengeschlossen haben, dann würden das eben die USA für ihre Propaganda hauptsächlich eben als Annexion werden, wie das eben bei der Krim gewesen ist. Ja, damit sie, wie gesagt, dann eben entsprechend in ihrer Propaganda das so darstellen können. Interessant ist dabei, wie ich finde, allerdings nicht das Gesetz an sich, denn wie ich gerade eben schon gesagt habe, habe ich das ja auch schon immer wieder angekündigt, dass der Westen natürlich gegen einen solchen Zusammenschluss, solange er kann, Widerstand leisten wird, ganz klar. Aber interessant finde ich dabei eben besonders den Zeitraum, als dieses Gesetzespaket beschlossen worden ist. Denn der Kongress in den USA hat dieses Gesetz bereits Ende Dezember beschlossen, soweit ich weiß, irgendwie so 20., 21. Dezember, so irgendwie um den Dreh. Und Anfang Januar wurde dieses Gesetz vom guten und von vielen Leuten sehr geliebten und verehrten Herrn Donald Trump unterzeichnet, wodurch ihm das Gesetz nun offiziell in Kraft getreten ist. Das heißt also, es war genau der Zeitraum, als ja dieser Konflikt, den wir jetzt momentan in den USA sehen, bereits, wenn nicht schon in vollem Gange war, sich auf jeden Fall schon sehr stark angebahnt hat. Und gerade auch am Anfang Januar, als Präsident Trump eben dieses Gesetz auch unterschrieben hat. Und ich finde, das zeigt uns vor allen Dingen zwei Dinge, die aktuellen Geschehnisse rund um diese Sache. Und zwar erstens, dass diese ganzen Themen von wegen Wahlkampf, irgendwelche Reden schwingen und so weiter, also übersetzt kann man sagen, Brot und Spiele fürs Volk, also Show im Endeffekt, das eine ist, ja, was ich auch immer wieder gesagt habe, aber eben die offizielle Politik des Staates, die Maschine des Staates, das System und so weiter, eben was völlig anderes ist. Und unabhängig davon, wie die Leute wählen oder wen die Leute wählen, das System arbeitet ganz normal weiter wie gehabt. Und die Politik des Staates, also die offizielle Politik des Staates, USA in dem Fall, wird von ganz anderen Leuten und Kräften bestimmt als diejenigen, die vom Volk gewählt werden. Oder angeblich gewählt werden, wie auch immer. Weil da stellen ja auch Leute die Rechtmäßigkeit der Wahlen und so weiter in Frage. Bedeutet also, jetzt im Fall der USA, egal wie gewählt wird, das System funktioniert immer gleich. Und das soll jetzt hier von meiner Seite auch keine Bewertung sein. Soll jetzt nicht irgendwie bedeuten, dass ich jetzt sage, das ist falsch oder das ist schlecht oder sowas. Darum geht es jetzt hier in diesem Video gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass eben Leute der Realität ins Auge sehen und eben die Dinge so wahrnehmen, wie sie auch in Wirklichkeit eben auch stattfinden und nicht in irgendeiner Traumwelt leben. Die zweite Sache, die hier ein weiteres Mal ganz klar deutlich wird für uns, ist, dass die USA und der Westen allgemein, also ich meine damit jetzt die Elite in erster Linie, sich bis ans Ende ihrer Tage, solange sie können,
eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten der russischen Einheit widersetzen werden. Und zwar solange sie eben, wie gesagt, können. Und auch das ist hier in dem Fall nichts Neues. Das kennen wir alles schon aus der Geschichte und zwar schon die ganzen letzten Jahrhunderte. Московский князь не имеет права на царский чин. Европа не признает его царем. Und zum Ende hin möchte ich ein weiteres Mal betonen, was ich auch immer wieder schon in meinen Videos getan habe. Wenn ich jetzt in dem Fall USA sage oder der Westen oder sowas, ne, da meine ich natürlich nicht die Menschen, die da leben in erster Linie, also die breite Masse der Bevölkerung, sondern natürlich die Eliten, die, wie gesagt, auch unabhängig von der Wahlentscheidung des Volkes, die Politik des Staates, des Systems bestimmen. Denn, also nach meiner persönlichen Erfahrung zumindest, wenn ich jetzt mit einem durchschnittlichen Deutschen, sage ich mal, spreche, der jetzt auch nicht extrem verblendet und manipuliert ist durch die Propaganda, die hier die ganze Zeit rauf und runter läuft. Also wenn ich mit einem normalen Deutschen jetzt irgendwie spreche, der kann das in der Regel, also in 99% der Fällen, absolut nachvollziehen. Und stellt dann mir eher die Frage, so nach dem Motto, warum ist das nicht schon gestern passiert? Also ein Zusammenschluss eben von Weißrussland und Russland jetzt beispielsweise. Also das wollte ich einfach nur am Ende ganz kurz einmal klarstellen. Gut, damit war es auch erstmal für heute. Es sollte nur ein kurzes Statement sein. Danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.